Wer zockt, der sucht auch eine Herausforderung. Es wäre ja schließlich lahm, wenn Spiele reine interaktive Filme ohne Eigenleistung darstellen würden. Manche Games legen es sogar darauf an, den Spieler bis an seine Grenzen zu fordern und so ein besonderes Erfolgserlebnis zu schaffen. Andere sorgen einfach durch schlechtes Balancing oder Leveldesign für unpassende Frustrationsmomente und so manche Tastatur muss später mit Gaffertape gerichtet, so mancher Controller wieder aus der Ecke gefischt werden. Wir haben 10 Beispiele für Games zusammengetragen, die uns immer wieder frustrieren, die wir aber dennoch irgendwie gerne spielen. Und weil 10 nicht reichen, werden wir bald noch einen zweiten Teil nachlegen. Super Meat Boy. Super Meat Boy ist ein Kandidat, der frustrierend sein will. Zunächst wird der Spieler in dieser Jump'n'Run-Parodie noch mit lächerlich einfachen Leveln konfrontiert, dann jedoch wird schnell ausgesiebt, wer ein echter Plattformer-Experte ist. Und bei Super Meat Boy heißt das, der Protagonist stirbt schnell, blutig und immer wieder. Die Level sind relativ kurz, Ladezeiten nicht vorhanden, die Hemmschwelle, es immer wieder zu versuchen, ist also sehr gering. Dragon Slayer. Dragon Slayer ist Zeichentrick gewordener Frust. 1983 verzauberte Animationslegende Don Bluth Spielhallenzocker mit einer unglaublichen Grafik. Das Spiel hinter Dragon Slayer hingegen ist höchstens rudimentär. Heute würden wir es eine Folge von Quicktime-Events nennen. Im Grunde ist Dragon Slayer ein Kurzfilm um einen Ritter, der eine Prinzessin vor einem Drachen retten muss. In jeder Szene lauern tödliche Gefahren auf Ritter Dirk und wenn der Spieler nicht rechtzeitig den richtigen Knopf drückt, darf er relativ schnell direkt von vorne anfangen, bis sich die Animationen für ewig in die Netzhaut eingebrannt haben. Gothic 3. Gothic 3, es konnte auf so vielen Ebenen frustrieren, wenn es wieder mal beim Speichern abstürzte, wenn wir uns hoffnungslos in der Grafik festbackten, wenn wir merkten, dass dem Open-World-Ansatz jegliche Form einer dramaturgisch sinnvollen Storyline geopfert worden war oder schlicht auch schon bei der allerersten Begegnung mit Wildschweinen, deren gelungene Attacke unseren namenlosen Helden in eine Aua-Animation schickten, die durch die unvermeidlichen, unblockbaren Nachfolgeattacken so lange anhielt, bis der Held tot am Boden lag. The Binding of Isaac. Permadeath, also ein endgültiger Tod ohne Levelneustart oder Savegames, für einige eine Unsitte, für andere total trendy. Das Feature begegnet uns auch in The Binding of Isaac von Edmund Macmillan, der auch schon Super Meat Boy auf die Welt losgelassen hat. Das Indie-Spiel mit Zelda-artigem Gameplay hat sich trotz oder wegen seines Schwierigkeitsgrads extrem gut verkauft. Es wird übrigens dadurch nicht leichter, dass wir hier einen zu Anfang nackten und hilflosen Säugling spielen, der in einem Dungeon voller Monster überleben muss. Die XCOM-Serie. Das aktuelle XCOM ist schon ein ziemlicher Brocken, als frustrierend schwer gilt aber nach wie vor besonders Teil 2 der Originalreihe, Terror from the Deep. Die Entwickler machten den Titel so dermaßen schwer, dass viele Rundentaktik-Fans sich die Zähne daran ausbissen. Und der Grund dafür war ein Missverständnis. Fans des ersten Teils hatten sich reihenweise über den viel zu geringen Schwierigkeitsgrad beschwert, also hob MicroProse diesen an. Deutlich. Das Problem dabei, das Original XCOM war eigentlich eben doch nicht gerade einfach. Alle Spieler, die sich beschwert hatten, waren Opfer eines Bugs geworden, der die Schwierigkeit auf leicht gesetzt hatte. In Teil 2 hatten sie dann Spaß dabei, die gleichen Missionen immer und immer wieder zu spielen. Dark Souls. Bei Dark Souls ist der Schwierigkeitsgrad das hervorstechendste Feature. Das Rollenspiel setzt darauf, dass der Spieler sich mühsam alles selbst erarbeitet und das Erfolgserlebnis im Falle eines Triumphs dann umso größer ist. Als Konsequenz sind die Kämpfe fast schon unmenschlich schwer und selbst die Entwickler tun sich schwer, hier zu bestehen. Wer übrigens ins Gras beißt, verliert alle Seelen, die Spielwährung, das sie aber am Ort seines Todes wieder einsammeln. Wer jedoch auf dem Weg dorthin abermals stirbt, darf sich von seinen Seelen endgültig verabschieden. Und das ist durch den Respawn aller Gegner nicht gerade unwahrscheinlich. DayZ.
Bei Multiplayer-Spielen sind oft die Mitspieler der Grund für den Frust. Und so sind in der Zombie-Mod für Arma 2 auch nicht nur die Untoten der eigentliche Feind, sondern auch eben die Mitspieler. Wer seine Karriere in DayZ beginnt, der startet mit einer Minimalausrüstung. Und wer also eine bessere Knarre oder eine zweite Dose Bohnen gefunden hat, der hütet diese Schätze eifersüchtig und knallt den Neuankömmling sicherheitshalber erst einmal ab. Und wenn der gerade seine erste Dose Bohnen gefunden hat, dann darf er sie nach dem Respawn noch einmal suchen gehen. Mafia. Nervig wird es, wenn Spiele eigentlich nicht besonders hart sind, einzelne Missionen aber plötzlich so unverhältnismäßig heftig daherkommen, dass man gegen eine Wand läuft. Mafia ist solch ein Spiel. Klar, durch böse Überraschungen konnte man im gesamten Game scheinbar ohne besonderen Grund den Löffel abgeben, die Mission auf der Rennstrecke wird jedoch allgemein noch einmal als 10 Nummern härter eingestuft. Laut der Entwickler sei das Spiel für ein Lenkrad gedacht, doch kaum einer der Spieler nutzte ein solches. Am Ende wurde der Schwierigkeitsgrad von Mafia per Patch angeglichen. Die Need for Speed Serie. Für Frust sorgte bei der dennoch immens erfolgreichen Rennspielserie Need for Speed immer mal wieder das Fehlen einer echten KI, das durch den Gummibandeffekt ausgeglichen werden sollte. Bedeutet, die Computergegner passen sich der Fahrgeschwindigkeit des Spielers an, bleiben im Extremfall sogar stehen, wenn er das tut, um so für ein arcadigeres, actionreicheres Rennen zu sorgen. Extrem blöd nur, wenn der Spieler ein perfektes Rennen gefahren ist und kurz vor der Zielgeraden noch von anderen Fahrzeugen überholt wird, die er eigentlich weit hinter sich gelassen hatte. X-Wing. X-Wing hat uns Anfang der 90er eines gelehrt, wer einen Todesstern angreifen will, braucht entweder die Macht an seiner Seite oder sehr viel Glück und Geduld. Der Trench Run am Ende des Spiels endete in 90% der Fälle nicht so gut. Wenn man und der Joystick überhaupt bis dahin durchhalten konnte. Bei X-Wing war es nicht nur schwer, sich alle Kontrollen einzuprägen, auch die meisten Missionen waren super heftig und oft half nur stumpfes Auswendiglernen. Wann spawnt wo welches Geschwader? Aber genauso wollten wir es damals haben und noch heute, im Alter, können wir auf unsere Erfolge von damals stolz sein. Das war's mit Teil 1 unserer frustrierend schweren Games, von denen wir dennoch nicht loskommen. Haltet Ausschau nach Teil 2 und bis dann.